Und CFC-Fans, da sind wir wieder mit Teil 2 der Interviewreihe aus dem Wintertrainingslager des Chemnitzer FC in Siede. Heute haben wir nahezu die gesamte Defensivabteilung zu Gast. Ich begrüße ganz herzlich unseren Torhüter Jakub Jakubow, unseren Innenverteidiger Niklas Hoheneder. Weiter begrüßen wir Konstantin Welkow, seines Zeichens ebenfalls Innenverteidiger, und unseren rechten Verteidiger Pascal Itter. Herzlich willkommen, ihr vier. Jakub, du bist seit Sommer die klare Nummer 1 im CFC-Tor. Wie siehst du deine Entscheidung heute, vom BRK nach Chemnitz gewechselt zu sein? Ja, also sehr positiv. Aktuell kann man das nur so bewerten. Ich freue mich riesig, für den CFC zu spielen zu dürfen. Von daher, ja, mal so. Du hast in deiner Laufbahn als Fußballer schon einige Stationen erlebt. Warst auch in Österreich und Tschechien aktiv. Bist du mit dem CFC nun bei einem Club gelandet, wo du das Gefühl hast, ja, das ist es jetzt, hier möchte ich sehr lange spielen? Ich muss sagen, ich plane gerne. Also einfach gesagt, konzentriere mich wirklich dann auf das nächste Spiel, was kommt, sehr einfach gesagt. Also solche Pläne, solche Gedanken habe ich nicht. Fakt ist aber, ich habe einen Zweijahresvertrag unterschrieben. Ich bin froh, dass ich auf einer Seite so viel Vertrauen bekommen habe von dem Verein, von den Verantwortlichen bzw. den Trainern. Ich kann mir das natürlich sehr, sehr gut vorstellen, länger auch bei CFC zu spielen. Aber wie gesagt, wir haben aktuell eher kurzfristige Pläne oder Sachen, die zu tun sind, und die liegen auf jeden Fall auf der ersten Stelle. Du bist ein großer Rückhalt für das Team. Hast mit deinem Plan so manchen Punkt gerettet. Bist du auf dem Leistungshöhepunkt deiner bisherigen Torwartkarriere? Also es ist sehr schwer, sich selber zu beurteilen. Sollten andere tun. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Also mir hat ein Trainer gesagt, man kann sich eigentlich bis zum letzten Tag der Karriere verbessern. Das glaube ich gerne. Ich hoffe, dass das so ist. Von daher arbeite ich wie alle, dass wir jeden Tag besser sind. Ich hoffe nicht. Okay. Welchen Anteil hat die Mannschaft bzw. das Trainerteam an deinen konstant guten Leistungen? Eindeutig einen sehr großen. Das habe ich schon öfter gesagt. Also eine unserer größten Stärken aus Mannschaft ist, dass jeder, also die Vielfalt von den Spielern, die das Spiel entscheiden können oder das Spiel gewinnen können, ist bei uns sehr breit. Dadurch auch mit dem Erfolg, den wir angefangen haben zusammen mit dem ersten Spiel, steigt das Selbstvertrauen von jedem Spieler, von der ganzen Mannschaft. Von daher ist das sehr verknüpft, wir helfen uns gegenseitig. Als Spieler, die Trainer wissen, was zu tun ist, und sagen uns das. Von daher auch ein sehr großer Anteil liegt bei dem Trainerteam. Du erlebst bei den Spielen die himmelblauen Fans ganz aus der Nähe. Welches Gefühl beschleicht dich, besonders in den Heimspielen, so nah vor dieser himmelblauen Wand zu stehen? Und hat die Stimmung auch Einfluss auf deine Leistung? Ja, auf jeden Fall. Also es macht riesig Spaß. Ich glaube, die letzten Jahre hatte ich immer nur ein paar Spiele, wo das Stadion relativ voll war oder sehr gut besetzt war. Diesmal ist das grundsätzlich jede zweite Woche bei den Heimspielen bzw. auch bei den Auswärtsspielen, also fast jede Woche. Und das ist ein geiles Gefühl, das hilft jedem. Also mich stört das überhaupt nicht. Mir gibt es auf jeden Fall Kraft und Selbstbewusst sein. Ab und zu gibt es ja Phasen, wo man das nicht mitbekommt, weil man sich so konzentriert.
Aber im Endeffekt dann spätestens zum Schluss wissen wir oder weiß ich, dass das hinter mir so tolle und unglaubliche Fans stehen. Und aktuell ist das wirklich cool, dass wir dann fast nach jedem Spiel mit den Fans auch feiern können. Gut, und schon mal vielen Dank an dich und weiter viel Erfolg. Dankeschön. Ja, Niklas, ich glaube, ich übertreibe nicht, wenn ich sage, du bist der Abwehrchef des TFC. Oder wie siehst du deine Rolle im Team? Ja, ich sag mal, Abwehrchef ist jetzt vielleicht ein bisschen hart. Ich bin geholt worden, weil ich eine gewisse Routine schon mitbringe. Aber ich bin dann genauso angewiesen auf meine Kollegen, die hier neben mir sitzen. Und ja, ohne einen Coco kann ich alleine das auch nicht machen. Es ist genau das, wenn ich mal, Jakob hat gerade gesagt, man kann sich im Spiel ist man oft auf seine eigene Sache gerade konzentriert, da kann ich mich wirklich nicht um die anderen Abwehrspieler oder die vor mir kümmern, sondern muss mal schauen, wo ich stehe. Und da ist es schon wichtig, wenn man Leute neben sich hat, die genauso die Rolle eines Abwehrchefs übernehmen. Ja. Egal, wenn ich jetzt der Älteste bin in der Abwehr, kann das ein Kalle mit seinen 16, 17 Jahren oder so, kann das auch übernehmen. Und deswegen ist das, ja, es freut mich, da helfen zu können, aber ich sehe das immer so, so ein Chef gibt es in der Abwehr für mich jetzt nicht wirklich, sondern wir sind vier Leute und alle vier haben ihre Aufgaben und das lösen wir eigentlich ganz gut. Du hast ja auch schon einige Vereine erlebt, bist du auch schon mal in einem neu zusammengestellten Truppe gekommen, die einen kompletten Neuanfang machen mussten? Also so wie es jetzt war, auf gar keinen Fall. Also bis auf Frank und Krote war es, oder ein paar junge Spieler war es natürlich, waren wir nur neue Spieler. Ja. Und das habe ich so noch nicht erlebt. Nun ist der Neuanfang ja sportlich erfolgreich verlaufen. Hättest du die positive Entwicklung in der kurzen Zeit erwartet? Wo siehst du die Gründe und warum es auf Anhieb auch so dauerhaft gelungen ist? Na, erwartet habe ich es auf gar keinen Fall. Zu den Gründen ist für mich ganz klar, es ist halt dadurch, dass so viele neue Spieler da waren, waren alle Spieler hungrig drauf. Ne? Jeder wollte sich beweisen, jeder Spieler ist neu gewesen und somit musste sich die Mannschaft mal finden. Und der Trainer oder das Trainerteam hat uns eine ganz klare Aufgabe, ein ganz klares System vorgegeben, wie er es haben will. Und jeder einzelne Spieler wollte sich natürlich beweisen. Es war jetzt nicht so, dass da jetzt mal ein Etablierter war und da einer, der das schon kennt, sondern es waren alle neu. Alle haben das gleiche System von Anfang an gelernt. Und jeder hat gewusst, was er zu tun hat. Und dann hat das funktioniert. Es war natürlich auch wichtig, das erste Spiel, was wir knapp gewonnen haben gegen Fürstenwalde oder dann gegen Babelsberg, das zweite Spiel, was wir knapp gewonnen haben, das waren halt so Dinge, die waren schon elementar wichtig, sage ich jetzt. Weil wenn du da mit zwei Unentschieden rausgehst oder vielleicht eins davon verlierst, oder dann wären wir wahrscheinlich in den ganzen Rhythmus, in den ganzen Flow, wären wir wahrscheinlich gar nicht reingekommen. Wie wir es jetzt zum Schluss sind, wir mit jedem Sieg einfach noch stärker geworden und das war schon sehr, sehr wichtig. Ja, nun bist du mit 32 Jahren neben den Greisen, Daniel Fahn und Dennis Grote in ein Alter gekommen, wo das Karriereende nicht mehr ganz so weit entfernt ist. Wie sind deine Planungen für die nächsten Jahre? Kannst du dir vorstellen, beim Chemnitzer FC vielleicht deine Laufbahn zu beenden? Kann ich mir absolut vorstellen. Also ich habe noch 2,5 Jahre, dann bin ich dann 35. Wenn es nach mir geht, spiele ich bis 40. Wenn es nach meiner Frau geht, spiele ich bis 35. Aber ja, also ich fühle mich absolut wohl hier, ja, die Mannschaft ist top, das Umfeld ist in Ordnung und ja, deswegen kann ich mir das absolut vorstellen. Ich muss jetzt nicht nochmal auf Weltreise gehen, wie ich es schon mal, gut, Weltreise ist jetzt übertrieben, aber ich war halt schon bei einigen Vereinen. Und ich fühle mich hier angekommen, so ist es. Ich wohne halt in Leipzig, wo ich meine neue Familie jetzt eben habe und da fühle ich mich wohl, deswegen denke ich gar nicht an irgendwas anderes, mal noch irgendwo hinwechseln zu müssen. Ja, sehr gut. Besten Dank, Niklas. Weiter ein gutes Gelingen. Danke. Ja, Konstantin. Der Mann neben Niklas in der Innenverteidigung. Ihr beide spielt seit Saisonbeginn Seite an Seite und das sehr erfolgreich. Haben sich da zwei gesucht und gefunden? Ja, gesucht und gefunden ist ein bisschen schwer. Also das ist ja, ich muss sagen, für die stärkere Defensive sind nicht nur beide Innenverteidiger
dafür da, oder die beide Außenverteidiger, sondern auch die ganze Mannschaft, auch unsere Mittelfeldlinie hilft uns, der Kuba ist auch noch da, also das ist nicht entscheidend, nur die beiden Innenverteidiger. Es ist gut, wenn sich die beiden Innenverteidiger natürlich gut verstehen und gut zusammenarbeiten, aber wie gesagt, das ist nochmal, daran muss die ganze Mannschaft dran arbeiten. Wenn man euch auf dem Platz so harmonieren sieht, könnte man meinen, ihr spielt schon ewig zusammen. Liegt es an eurer Erfahrung, dass ihr euch so schnell aufeinander einstellen konntet, oder gibt es dafür weitere Gründe? Also Erfahrung, Nick, das ist wirklich ein bisschen älter als ich und ein bisschen mehr Erfahrung hat er, hat ein bisschen mehr so bessere Vereine auch gespielt. Ich bin mir sehr froh, mit Niklas zusammenspielen zu können, und also ich glaube, ein Großteil der letzten Linie ist Niklas, also wie gesagt, ist der Abwehrchef, und wir hören auf ihn zu, und wir versuchen natürlich so gut auszusehen wie möglich. Neben deinen defensiven Stärken bist du mit 3 erzielten Toren in der internen Torjägerliste auch recht weit vorne dabei. Was macht dich so torgefährlich? Trainierst du auch speziell im Offensivbereich, oder hast du früher sogar mal als Stürmer gespielt? Nee, Stürmer habe ich leider noch nie gespielt. Leider, vielleicht kommt noch, wer weiß. Aber das ist ja natürlich auch ein bisschen Frage der Glück, an der richtigen Stelle zum richtigen Zeitpunkt zu sein. Aber natürlich, das hat auch viel zu tun damit, die Bälle, die wir bekommen, also die Flanken, die wir bekommen, dass die auch gut sind. Und wenn das alles klappt, dann klappt es einfach, und dann machst du ein Tor. Mit nur 15 Gegentreffern in 19 Spielen stellt der CFC neben Erfurt die beste Defensive der Liga. Was macht euch so unglaublich defensiv stark? Also nochmal muss ich sagen, ihr habt das schon mal gesagt, das ist die ganze Mannschaft, also 11 Leute arbeiten zusammen in der Defensive. Das fängt vorne, ganz vorne bei Fran und bei Dejan an, und das endet manchmal auch bei Kuba. Ich kann nicht sagen, dass nur die Abwehrspieler dafür belohnt oder dafür gefeiert werden sollen, dass sie so wenig Gegentore bekommen haben. Die ganze Arbeit arbeitet richtig gut gegen den Ball. Das haben wir auch schon mal gezeigt, dass wir das gut können und das gut machen. Und ich hoffe, dass das bleibt auch so. Du hast Slavia Sofia nach einer erfolgreichen Saison als Pokalsieger Richtung Chemnitz verlassen. Aus heutiger Sicht alles richtig gemacht? Aus heutiger Sicht habe ich wirklich alles richtig gemacht. Das war nicht so leichte Entscheidung für mich eigentlich. Auch wegen meiner Frau, oder Niklas hat schon mal was gesagt, die unsere Frauen, die entscheiden schon viele Sachen in unser Leben. es ist halt so. Aber das war eine hundertprozentig richtige Entscheidung. Ich bin sehr froh, hier zu sein, und ich genieße es. Dann hat sich die letzte Frage schon fast erübrigt. Auch an dich die Frage: Macht es dir beim CFC so viel Spaß, dass du dir vorstellen könntest, auch eine längere Zeit hier zu spielen? Definitiv. So, ich hab riesen Spaß. Die Jungs sind alle wirklich klasse. Wir haben viel Spaß miteinander, wir lachen viel. Natürlich arbeiten wir mehr, als wir lachen. Das ist wirklich wichtig, aber ich kann mir hier alles eigentlich vorstellen. Das freut mich zu hören. Ja, danke, und auch alles Gute für dich. Danke. Ja, Pascal, du bist mit 23 Jahren im besten Fußballeralter und hast den Schritt aus Paderborn zum gerade abgestiegenen und Insolventen Chemnitz FC gemacht. Über welche Überredungskünste verfügt Thomas Subotzik? Nein, im Ernst, was hat dich bewogen? Naja, also es waren halt einfach positive Gespräche mit einem ganz klaren Plan, wie das sowas aussehen kann, und der mir einfach gut gefallen, und es war absolut auf einer ehrlichen Basis, und das hat mich dann schon auch irgendwo bewogen, weil ich kein einfaches Jahr hatte und wenig gespielt hatte und ich einfach wieder auch Lust auf Fußball hatte, und dass das natürlich jetzt so verlaufen ist, wie es verlaufen ist, ist natürlich der bestmögliche Fall, der eintreten konnte, ja. Aber ich musste auch nicht so lange überlegen. Ich war hier quasi zu Besuch in Chemnitz und habe mir das alles noch angeguckt und haben uns unterhalten, und es hat mir sehr gut gefallen, und so ist dann die Entscheidung halt da so gefallen. Ja, du bringst konstant gute Leistung, bist als Rechtsverteidiger gesetzt. Was macht dich so stark? Ja, es ist immer schwer, über Stärken zu reden oder sonstiges. Ja, ich denke, dass halt wirklich, wie vorher schon gesagt wird, das sagt man zwar oft auch so Phrasen, irgendwie, ja, das ganze Team ist auch irgendwie verantwortlich,
Aber natürlich sieht man immer besser aus, wenn man irgendwie einen Sieg holt oder wenn der rechte und linke Nebenmann einmal irgendwie auch Halt gibt und weiß, ja, wenn ich den Ball spiele, ich kriege ihn super zurück und dann spielt sich das irgendwie ein. Ich denke, dass so meine Stärke ist, dass ich halt auf gut Deutsch überall mit reinrammeln kann. Dass ich halt, denke ich, einen ganz guten Zweikampf habe und eigentlich immer dabei sein möchte, auch im Offensivspiel. Und kein Weg zu schade ist. Und ja, ich denke, das ist so, meine Stärke. Ja, trotz deines Alters hat es den Anschein, dass du mit viel Routine und Coolness agierst. Hast du bereits eine Führungsrolle im Team? Können die unerfahrenen Spieler von dir profitieren? Ich denke, obwohl ich jetzt 23 bin, habe ich doch auch schon mal irgendwo ein bisschen was gesehen. Auch war auch damals mal in Niklas, sein Heimatland, aktiv in der Bundesliga dort. Das war auch ein ganz anderer Fußball und auch mit vielen älteren Spielern auch mittlerweile schon zusammengespielt, die einem auch viel mitgeben. Ich denke schon, dass ich auch für jüngere Spieler, gerade die bei uns aus der Jugend mit rauskommen, vielleicht auch wie zum Beispiel ein Walle Schubert oder so, bei mir auf der Position spielt, ein bisschen was mitgeben kann. Aber ich denke, dass da eigentlich fast jeder bei uns im Team eine gewisse Erfahrung hat und irgendwie jeder jedem ein bisschen was mitgeben kann. In deiner Paderborner Zeit hast du dir eine böse Verletzung zugezogen, dein Knie. Davon sieht man heute nichts mehr. Beschreib mal kurz die Zeit nach der Diagnose mit der Reha und das erste Pflichtspiel danach. Ja, so Gott sei Dank sieht man es nicht mehr. Das ist schon mal wichtig. Ja, es war natürlich ein Kreuzbandriss und war natürlich erstmal eine blöde Nachricht, eine Scheißnachricht auf gut Deutsch. Und war halt dann klar, dass es halt erstmal ein halbes Jahr Pause gibt. Ja. Ja, die Reha ist gut verlaufen, die OP war sehr gut und habe dann da wirklich auch ein gutes Umfeld gehabt, wo ich meine Reha machen konnte mit Verbindungen in Donaustaufen, Regensburg und konnte somit eigentlich relativ schnell auch wieder am Mannschaftstraining teilnehmen nach 5,5-6 Monaten ungefähr. Ja. Und habe dann mein erstes Spiel in der zweiten Mannschaft gemacht in Paderborn und eigentlich ab da war schon für mich. Also ich denke da nicht dran und habe ich auch keine Not dran zu denken, da ist alles in bester Ordnung. Ja, perfekt. Aber reden wir trotzdem über die Zukunft. Der CFC steht sportlich gut da, der wirtschaftliche Teil scheint auch in geregelten Bahnen gelenkt zu werden. Was glaubst du, kann diese Mannschaft noch erreichen? Ja, ich denke, dass wir eine Mannschaft haben mit schon einer sehr guten Qualität in eigentlich allen Bereichen und das nicht nur meines Erachtens auf dem Platz aufklappt, sondern einfach irgendwie auch sehr homogen ist. Ich denke, eigentlich jeder kann mit jedem. Man kann sich aber auch mal klare Worte sagen, die aber eigentlich nicht unter der Gürtellinie sind. Und es ist eine positive Streitkultur drin. Und ich denke, man kann im Moment, wenn wir hart weiterarbeiten, so wie wir es gemacht haben, kann man schon viel erreichen. Und das ist eigentlich so unser Ding, sage ich mal, immer, dass wir uns sagen, wir wollen das nächste Spiel einfach gewinnen und ich denke, dann kommt der Erfolg immer von ganz allein. Ja, danke Pascal, dir auch weiterhin alles Gute. Danke. Ja, Jakob, Niklas, Konstantin, Pascal, klasse, dass ihr euch die Zeit für das Gespräch genommen habt. Wir verabschieden uns nun und senden himmelblaue Grüße an die CFC-Fans daheim. Alles Gute, tschüss. Tschüss. Servus.